Hallo Freunde, weiter geht's mit Lufia The Ruins of Lore. So, ich habe jetzt gerade offscreen ein bisschen gelevelt, was heißt ein bisschen? Ich war 2 Stunden in der verfluchten Kanalisation nochmal unterwegs, also eher 2,5 und was hat's mir gebracht? Alle haben einen Level und Torma 2. Also das Level ist ja wirklich bleh. Hehe, diese Stadt ist jetzt von Greats besetzt. Status alles sauber, nichts zu berichten. Schön, dass er mir Rechenschaft ablegt, oder besser gesagt, Report oder was auch immer. Was wollen wir denn erstmal machen? Erstmal will ich eins der Monster abgeben. So leid mir das auch tut, Werner muss weg, denn 3 Monster bei zu haben... Nee, Quatsch, das ist der Scheibenverkäufer. Ist Blödsinn, weil, warum eigentlich? Ach ja, weil die Erfahrungspunkte werden hier geteilt und 2 Monster vom gleichen Typ, das... ist ein wenig sinnfrei. Bitte, bitte. So, was sagst du mir Neues? Die Great-Soldaten sind ziemlich oft in der Ahnenhöhle gewesen. Fast so, als würden sie nach was suchen. Okay, mit dem habe ich scheinbar schon geredet. Und eigentlich habe ich jetzt auch nicht so wirklich Ahnung, wo ich hin soll. Ich werde jetzt nochmal hier mit dem Geldsack sprechen. Hier Cashwell, aber erstmal gucken, wer ist er hier? Kein Herumlungern, verschwindet nach Hause. Okay. Schauen wir mal, wie es hier bei Cashwell aussieht, was da so... Weil, gibt ja doch jedes Mal in jeder Situation immer noch ein bisschen was Neues zu erzählen. Hallo? Ja, der hält immer noch Auktionen in seinem Anwesen. Na gut, also nicht alle erzählen immer was Neues, da haben sie es wohl ein bisschen runtergeschraubt. Da ist leer. Greats? Ha! Die werden mein Geld nie kriegen. Schön. Ja, die sagt uns auch nur, dass wir nicht mit ihr reden sollen, weil sonst ihr Gehalt gekürzt wird. Schade, dass man das hier ein bisschen runtergetrimmt hat. Können wir denn noch hingehen, gucken, ob es irgendwo was Neues gibt? Hier ist ein Hafen. Wurde ja gesagt, die Leute werden zum Hafen gebracht. Aber, scheint auch nichts Interessantes hier zu geben. In Bezug auf Neuigkeiten zumindest. Na, schauen wir mal kurz, ob wir in der Stadt ein paar Soldaten finden. Ach so, nachdem ich jetzt trainiert habe, müsste ich ja auch einen Hintern voll Geld haben, oder? Na, 4000. Besser als nix. Hallo. Mein Dorf würde töten für das ganze Essen. Wenn ich es dort nur nach Hause mitnehmen könnte. Oh, ein Feuerball. Hallo du? Dieser, Smithy ist der beste... Ach so, der Schmied. Der Schmied ist der beste, in der Gegend. Es wäre eine wirkliche Verschwendung, ihn zu zerstören. Also da das Häuschen. Gut. Hallo du? Was ist überhaupt in der Ahnenhöhle? Warum hat Ragul die halbe Armee dort runtergesendet? Ich glaube, sie würden es nie einem einfachen Soldaten wie mir erzählen. Was macht Bau eigentlich? Geht's ihm gut? Bau ist weg. Weiß auch gerade nicht so wirklich wohin. Kein Herumlungern. Na, alter Mann. Geh weg und hör auf, dir Sorgen zu machen. Der sagt immer noch das Gleiche, auch wenn der Ladenbesitzer meinte, wir sollen öfter Opa besuchen gehen. Ah, na du? Oh, großartig, der Kapitän ist komplett betrunken. Oder der Captain. Ich verschwinde lieber, bevor der Captain wild wird.
Wahre Männer trinken ihren Wein ruhig in ihrer Ecke. Ich bin jetzt ein wirklich männlicher Mann. Mehr Wein. Ja, der ist voll. Gehst du aus dem Weg. Nehmen wir darum, ha. Gut. Was haben wir hier? Hier dürften wir jetzt rein theoretisch nicht rauskommen, genau. Niemand darf das Dorf verlassen. Verschwinde, Kind. Kein Herumlungern. Hier sind aber auch alle was nett, hör mal. Die Schule ist leer. Neben hitzefrei gibt es nämlich auch invasionsfrei. Na, Jung. Das hier alles wurde aus den Häusern der Bewohner genommen. Viele Häuser wurden währenddessen zerstört. Ganz nett. Ragul ist nicht im Dorf. Warte, das heißt, ich weiß nicht, ob er ist oder nicht. Entweder die sagen, ich soll mich verkrümeln oder die geben mir Informationen. So, das erste kann ich ja noch verstehen, aber warum geben mir die Soldaten Informationen? Oh, hier ging's raus. Schauen wir mal, Ordens. Wo haben wir es denn? Da war es nicht. Na, ganz große Klasse. Dann gehen wir erstmal nochmal hier hin, denn hier hat mich ein neuer Abonnent, und zwar der Grillzangman 71. Herzlich willkommen, darauf hingewiesen, dass ich hier wen vergessen habe. Vielen Dank dafür. Ah, du hast mich gefunden. Ich mache eine kleine Pause von der Alchemie. Als Belohnung, dass du mich gefunden hast, erzähle ich dir, wie man einen Blitzring macht. Erzähl mal. Alles, was du brauchst, ist 150 Gold und Erderz. Wir sehen uns. Whoop-de-doo. Na gut, wo geht's jetzt hin? Süden wurde mir gesagt. Na, schauen wir mal. Also das hat zumindest Kane gesagt. Der Sohn des... Verzeihung, muss mal husten. Der Sohn des Bürgermeisters von Ordens. Na komm her. Na dann halt so. Und ja, das Dörfchen würde ich schon gerne besuchen, weil... Ich weiß gerade nicht wirklich mehr wohin. Ist schon eine Weile her. Muss mich erst noch wieder reinfinden. Aber, Grillzangman ist nicht der einzige Abonnent. Wir wollen hier keinen vergessen. Auch ein herzliches Willkommen an Mr. Apparillo. Finde ich schön, dass dir meine Retro-Spiele so gut gefallen. Ich hoffe, werden noch ein paar bei sein, die dir zusagen. Da muss ich jetzt aber nachdenken, was ich schwätzen will. Puff. Geht doch. Mit den paar Erfahrungspunkten komme ich hier nicht weit. Könnte ich denn eigentlich hingehen, da oben noch? Ne, da war nur die Spinne. Hier war irgendwo eine Abzweigung, bin ich mir ziemlich sicher. Oh, hallo, noch ein Brunnen? Wehe, hier geht's nochmal in die Kanalisation. Nö, aber eine Sackgasse. Hinter der eine Truhe steht. Vielen, vielen Dank aber auch. Nanu! Toll, hier geht's immer noch nicht weiter. Na, große Klasse. Oh, Hallöchen, Hallöchen. Da war ja noch ein Haus. Hallo Oma, sagst du was Neues? Du hörst meinem Sohn lieber nicht so sehr zu. Dieser dickköpfige kleine Bengel wird nie irgendwas richtig machen. Okay. Hallo. Ha? Oh, nur ein paar Reisende. Du willst wissen, wer ich bin? Nun, einmal. Aber das ist schon lange her, bla bla bla.
Ich weiß, ich weiß. Bau könnte sein Schüler werden. Der hat ja einen Hammer, soweit ich weiß. Aha, hier oben noch. Nee, auch nicht. Ich finde schon, wo wir hin müssen, irgendwann. Und wenn ich mir offscreen die ganzen letzten 10 Videos anschauen muss. Oder nicht, dass ich wirklich in die Ahnenhöhle muss und jetzt storyrelevant ist oder bla. Das wäre total Mist, denn da habe ich ja kläglich versagt bis eben. Muss ich vielleicht doch da oben links lang? Einfach mal probieren, wird schon schief gehen. Spinne ausgewichen. Da brauchen wir Torma, komm her. Irgendwie klappt das hier nicht so ganz, wie ich will, mit der Orientierung oder mit dem Ziel finden. Wäre ja schön, wenn die Kämpfe hier wenigstens noch was bringen würden, aber die paar Erfahrungspunkte sind geschenkt. Einmal 20 Erfahrungspunkte durch 1, 2, 3, 4, 5. 5 Leute. Hast du 4 für jeden. Ja Gott, warum klinge ich denn gerade so kratzig, verdammt mich? Peter Block. Bin ich erkältet oder so? Hoffentlich ist keiner im Anmarsch, das wäre natürlich totaler Mist. Manu, haut doch mal zu. Achso, warum eigentlich nicht? Ich meine, ich hatte jetzt jede Menge Kämpfe. Schauen wir mal. Pity. Kann sich entwickeln. Ja. Items. War eine Dunkelfrucht, oder? Früchte? Da. Komm, Pity. Ui. Ui. Was haben wir denn da jetzt? Da bin ich gespannt, da bin ich wirklich gespannt, was wir... Na nun, achso. Warum habe ich eigentlich Rubius gerade als Teamleiterin? Der Einzige, die nicht kämpft, ist plötzlich ganz vorne... Na nun, okay. Ah, da. Na, komm, los. So, nun möchte ich meinen neuen Ultra-Pity im Kampf erleben. Oh, hallo, hübscher. Wollte ich mir nicht erst einen von der Sorte fangen? Ich meine ja. Dann schauen wir endlich gleich mal, ob... Nö, Geller nicht. Geller hat keine Lust. Aha, Hühnchen? Das wird doch nicht auch ein Alchemist sein? Oh, nee, offensichtlich nicht. Eldin bekommt Hunger. Und wir sind schon wieder bei 15 Minuten und alles, was wir gemacht haben, ist ein Monster entwickelt, einen Alchemisten gefunden, ein bisschen im Dorf umgeschaut. Ist nicht wirklich viel. Lass Pity in Ruhe, der ist jetzt ein Badass. Offensichtlich keine Alchemisten. Geh weg, blöder Käfer. Du nützt uns eh nix. Bäh.
Ja, Entschuldigung, wenn ich gerade wieder ein bisschen leiser bin, aber irgendwie habe ich bei Öhrchen ein bisschen länger rum, als es eigentlich geplant war. Dementsprechend, ich kann jetzt auch nichts großartig zur Handlung sagen und zum Freischwätzen habe ich nichts vorbereitet. Okay. Ah, noch ein Hühnchen, aber komme ich eh nicht ran. Geh weg. Schön, wie er hört. Und jetzt greifen natürlich alle vier zuerst an. Hübsch. Jetzt hätte ich eigentlich fast nochmal Lust, mit meinem Ultra Pity nochmal in die Ahnenhöhle zu stöpseln. Na gut, ich werde jetzt nochmal mein Heimatdorf aufsuchen. Und bevor es das nächste Mal weitergeht, werde ich mir die letzten Videos anschauen und irgendwie schauen, wo es weitergeht. Mido. Warte, da war ich noch nicht, glaube ich, oder? Oh, hier, alles klar. Da geht's also weiter. Sieht zumindest neu aus. Denn ab zur Kirche und speichern. Den brauchen wir noch nicht, oder? Nee, sieht noch bei allem sehr gut aus. Hallo, speichern bitte. Okay, dann bis zum nächsten Mal.